Hi, herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Heute wieder mit mir. Ich bin Melli. Heute geht es um ein ganz schnelles, ganz flottes Gericht, wenn der Hunger da ist und man einfach keinen Bock hat, großartig was zu kochen. Es geht darum, schnell, klein, effizient was zu kochen. Und ich habe tatsächlich auch schon angefangen, weil es total einfach. Die Nudeln kochen noch. Es wird nämlich eine Käse-Sahnesoße zu den Nudeln geben. So, und wie schnell und einfach das geht, seht ihr in diesem wirklich wahrscheinlich sehr kurzen, knackigen Video. Let's go! So, jetzt muss es auch schon schnell gehen. Die Nudeln haben nämlich fertig gekocht. Ganz normal in Salzwasser habe ich die gekocht. Dadurch, dass ich jetzt hier schon wieder meinen richtigen Kochplatz nicht nutze, sondern nur dieses kleine Ding, muss ich jetzt gerade so ein bisschen jonglieren, aber das ist okay. Man muss ja auch auf kleinen Raum manchmal zurechtkommen, ne? So, jetzt brauche ich einen Topfuntersetzer und erstmal mal hier wieder Fenster zu. Es war hier nämlich eben so warm geworden durch das Kochen, dass ich mir gedacht habe, So, was man braucht, wenn man nur mit einem Kochtopf kochen möchte, ist ein Abgießsieb, also so ein Nudelsieb. Und ja, ich gieße mein heißes Nudelwasser jetzt hier rein, weil in meinem Fall Adria hat sich damals bestimmt gedacht, da wird auch mal was Heißes reingegossen. Von daher gehe ich da fest von aus, dass das funktioniert. Hat bisher immer funktioniert. So. Die tue ich jetzt auf einen Teller, weil die natürlich nach unten noch so ein bisschen raustropfen. Und stelle sie an eine Seite. Zack. Weil ich hier meinen tollen Platz wieder brauche für meinen Superherd. Muss jetzt nämlich Floddy-Karotti hier gehen. So. So, muss da einmal kurz die Gasflasche wechseln. So, Topf wieder rauf. Das ist der Topf, den ich eben benutzt habe. Da kommt jetzt ein bisschen Butter rein. So, die Butter darf einmal kurz schmelzen. Oh, das ist hier so windig bei mir. Halleluja. So, Butter schmilzt hier fröhlich vor sich hin. Dann kommt da die halbe Sahne dazu. Andere Hälfte stellen wir an der halbe, die brauchen wir gleich noch. So, und jetzt wird das Ganze kurz eingeköchelt. Ich sage ja, super flotti Karotte hier. Auf Gas geht das ja auch einfach unfassbar schnell, ne? So, guck mal, das köchelt jetzt hier schon. Wenn das gleich soweit ist, kommt der Käse. So, Käse nehmen wir Pecorino-Käse. Ich bin grundsätzlich eigentlich ein Freund davon, es selber zu raspeln. Ich habe auch eine Reibe hier im Wohnwagen, das ist jetzt nicht das Thema. Aber manchmal, wenn es so schnell gehen muss, dann ist es ja ganz cool, wenn es wirklich schnell geht. Und deswegen habe ich jetzt schon geriebenen Pecorino. Oh. So, davon kommt jetzt auch in etwa die Hälfte damit rein. Einmal schön unterrühren. Boah, das riecht schon gut, ey. Halleluja. So. Und dann war es das auch schon. Dann kommen jetzt nämlich die Nudeln dazu. Zack. Eine will nicht, aber sie muss. Und dann wird das Ganze jetzt nochmal umgerührt. So. Also man kann das natürlich auch in zwei Pfannen oder Töpfen machen. Aber ganz ehrlich, abwaschen und so ist ja eh immer so ein Thema beim Camping. Deswegen finde ich, geht das auch so und die Nudeln verlieren jetzt ja nicht so schnell ihre Hitze. So, das war's. Jetzt kommt da der Rest Sahne mit zu.
Den Käse kann man danach drüber streuen. Ich verteile das jetzt direkt damit drin. Ich bin noch nicht so. Und dann muss man es nur noch abschmecken. So ein bisschen mit Salz, Pfeffer, was man so haben möchte. Manche Menschen mögen Muskat. Ich hasse Muskat wie die Pest. Deswegen kommt das bei mir nicht rein. Und dann kann man sich überlegen, da passt super Basilikum zu. Oder in meinem Fall, weil ich es liebe, Rucola kommt da noch mit rein. So, ich nehme so gerne das Steakpfeffer vom Blockhaus. Ich habe mir da mittlerweile auch schon echt die große Buddel hier gekauft, weil die kleine einfach so unfassbar schnell leer geht. So, noch ein bisschen Salz. Zweifel lieber nachsalzen, ne? Mal umrühren. So, dann mache ich jetzt hier nämlich auch schon mal aus. Die Hitze reicht nämlich aus. Fertig. Ich sag doch, ein super flottes Video. So, und was ich jetzt für mich mache, ist, ich schneide den Rucola da noch so ein bisschen mit rein und damit er damit so ein bisschen schmilzt. Also ich mag zwar kalten, knackigen Rucola total gerne noch oben drauf, aber ich mag es auch, weil das ist meine persönliche Meinung, wenn da der Rucola schon so ein bisschen drin ist und so ein bisschen durch die Wärme so ein bisschen zusammengeplumpst ist, finde ich das geil, weil er sich dann noch so ein bisschen anschmiegt. Vor dem Verzehr bitte waschen. Ja, da tue ich dann nochmal kurz und dann geht's weiter. So, weiter geht's. Was hier bei diesem Rucola jetzt super war, der liegt so, dass auf der einen Seite die Stängel sind. Das habe ich jetzt auch beim Abwaschen so gelassen. Jetzt kann ich mir den so abschneiden. Ansonsten kann man das natürlich auch ganz reinmachen oder wie man möchte. Aber zum Beispiel meine Freundin Jackie, die ist da ganz penibel. Da dürfen keine Stiele mit rein. Ich bin da jetzt nicht so, aber... So. Das sind die Stiele, kommen Müll. Nochmal umrühren. Oh, das riecht gut. Ey. Alter Schwede. So. Und das war's. Fazit gibt es gleich. Heidewitzka. Das war sau lecker. Also ich für mich habe nochmal nachgesalzen, aber ich esse auch sehr, sehr salzig. Ansonsten würde ich sagen, für normal schmeckende Menschen war es echt perfekt. Ich habe eben so viel gegessen, dass ich dann völlig vergessen habe, das Outro zu drehen. Und dann saß ich jetzt gerade schon beim Schneiden und dachte, da fehlt was. Deswegen, das ist jetzt das Outro. Zack. Nein, also wirklich, es war super, super lecker. Ich habe auch eben schon meiner Schwester schnell eine WhatsApp geschrieben und habe gesagt, Mimi, das musst du ganz schnell, oder nicht ganz schnell, aber das musst du unbedingt mal nachkochen, auch für meine Neffen. Zumindest für den Großen, der Kleine ist ja noch nicht richtig. Also der ist ja noch ganz klein. Ich so, das ist so schnell gemacht und die hat zum Beispiel auch einen Schrebergarten. Und da habe ich gesagt, das kannst du auch super da machen und ja. Es ist einfach schnell gemacht, es macht unfassbar satt, man braucht nicht viele Zutaten. Man kann es, wenn man möchte, in nur einem Topf kochen und es ist ganz schnell, also es ist perfekt. Ja, so, das war jetzt mein Fazit zu dem Essen. Derbe lecker, einfach derbe lecker, aber ich meine, was erwartet man bei Käse und Sahne, ne? So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt bei diesem kleinen, kurzen, sehr leckeren Video. Und dann sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Ich bin weg. Tschüss.